Eine Nachricht von Ministerin Salmone Morales. Salmone Morales arbeitet derzeit als Industrieministerin und ist mit ihrer aktuellen Regierungspolitik unzufrieden, da diese nicht gut bei den Hauptunterstützern, Eltern und Selbstständigen ankommt. Folglich könnte es sein, dass die ministerielle Person in naher Zukunft mehr Zeit mit ihrer Familie verbringen will. Treten Minister oder Ministerin zurück, schadet das der Popularität ihrer Regierung. Vielleicht sollten sie ihre Politik anpassen, um deren Unterstützer zu beschwichtigen. Vorschlag der Einführung politischen Inhalt anzeigen. Sie schlägt uns vor, die Förderung der Unternehmensinvestitionen einzuführen. Die Förderung der Unternehmensinvestitionen ist ein System aus Steuervergünstigungen Vergünstigungen für Wohlhabende, die Geld in kleine Startups in diesem Land investieren. Die Förderung sorgt für Investitionen in Unternehmen, die letztlich wachsen und die Wirtschaft ankurbeln und werden und bieten den InvestorInnen in diesen Unternehmen gleichzeitig gern gesehene Steuervergünstigungen. Indirekt wird dieses System natürlich von denjenigen finanziert, die keine Rücklagen haben, die sie investieren könnten, weil es wird von Steuergeldern finanziert. Ich finde dieses Grundprinzip total spannend, kann aber natürlich auch diesen Nachteil nachvollziehen. Weil auf der einen Seite muss man ja gucken, dass flüssiges Kapital in den Markt kommt, dass Startups Investoren finden, damit dort neue Produkte entstehen können, weil kluge Köpfe sind teuer, neue Technologien sind teuer. Also irgendwo muss das Geld ja herkommen. Wir als Staat können das nicht alles komplett finanzieren. Das funktioniert gar nicht. Da würde unser Haushalt uns um die Ohren fliegen. Das heißt, wir brauchen diese Investition in unsere Wirtschaft. Ich finde es hier durchaus eine Überlegung wert, die Förderung der Unternehmensinvestitionen anzugehen. Wir müssen halt gucken, dass wir dann mit den Steuererklärungen sicher gehen, glaube ich, dass das nicht quasi Abschreibungsgeschichten sind. Also dass es tatsächlich Investitionen sind, die in Startups gehen oder die in bestimmte andere Bereiche gehen und das quasi nicht eine Investition in eine Scheinfirma ist oder so. Weil dann wäre es quasi dieses problematische Steuersparmodell. Solange diese Unternehmensinvestitionen für noch mehr Arbeitsplätze sorgen und damit für noch mehr Einnahmen, glaube ich, könnte man da durchaus mit einer guten Regulierung daran arbeiten. Ja, also ich denke auch, dass es ist ja nicht so, dass hier die Sachen sind ja relativ einfach gestaltet. Ich glaube, es ist Cliff hat jetzt in dem Spiel jetzt nicht mitgedacht, dass es in irgendeiner Form als Schlupfloch genutzt werden kann. Aber ich weiß, worauf du hinaus willst. Also jetzt die Frage, wollen wir das einführen, damit wir unsere eine Ministerin halten und das vielleicht auf einem niedrigen Niveau, weil wir können das ja relativ niedrig runterziehen und können trotzdem davon profitieren, dass wir einen Zuwachs an BIP bekommen und dass hier einige Gruppen, die wir bisher vernachlässigt hatten, einen besseren Eindruck von uns haben. Könnten wir tatsächlich machen, weil sie es jetzt gerade vorgeschlagen hat. Ich finde es tatsächlich inhaltlich auch gut. Dadurch, dass wir auch so ein Produktivitätsdefizit haben, dass wir ein bisschen Arbeitslosigkeit bekämpfen wollen und Selbstständigkeit fördern. Insofern kann ich das, auch selbst wenn der Vorschlag von ihr jetzt nicht gekommen wäre, könnte ich das inhaltlich auch gut nachvollziehen und vertreten. Okay, dann machen wir hier Einführungen einführen und dann schauen wir mal. 400 Millionen ist, ich würde mal so runtergehen auf 250. Und da haben wir immer noch, BIP wächst um 1,8% für 250 Millionen. Finde ich nicht schlecht. Und was auch ganz interessant ist, ist, dass die hohen Einkommen steigen, sodass wir dort mal auch überlegen könnten, über die Einkommenssteuer nochmal ranzugehen. Der einzige Nachteil... Nee, das hier ist, glaube ich, hohen Einkommen ist die Meinung bei den hohen Einkommen, nicht die hohen Einkommen. Wenn das Geld steigt, ist ein Geldsymbol davor. Ach,
Man könnte auch sagen, Menschen mit hohen Einkommen. Ich weiß, das ist zu lang. Okay. Ja gut, egal. Aber ich finde es gut, das auf einem nicht allzu hohen Niveau zu lassen. Auch da können wir noch mal gucken, wie wir das nachsteuern. Okay, dann haben wir das gemacht. Die Ministerin und Atomwaffentests des Nachbarlandes. Die Entwicklung von Atomwaffen gilt weiterhin als Maßstab für die Relevanz von globalem Militär. Eine benachbarte isolationistische Nation hat in der Nähe unserer Grenze eine Rakete aus ihrem Atomprogramm getestet. Patriotinnen finden das doof und unser Image als starke Führungsperson leidet darunter. Ja, dann ist es so. Und wir haben wieder eine Schlagzeile. Die Schlagzeile der Nachrichten heute Abend. Heute Abend strahlen wir einen Sonderbericht über die Schließung einer unserer ältesten Produktionsgesellschaften aus. Unter Tränen teilt uns die Geschäftsführerin Elisa Calvo mit, wie herzzerreißend die Schließung des Familienbetriebes ist. Die Maßnahme Arbeitsrecht macht es schlichtweg unmöglich, in diesem Land einen Betrieb zu führen. So ihre Worte. Die Verbände stampfen uns in den Boden. Wir können nicht mehr mithalten. Okay, die haben wir gerade so ein klein wenig gelockert und sind immer noch pro Gewerkschaft. Bleib mal locker. Ja, vor allem kritisiert sie genau das, was wir getan haben. Sie hat gesagt, wir sind viel zu krass, aber wir sind viel weniger krass als vorher. Und dadurch, dass es jetzt als Nachricht kam, wirkt es so, als hätten wir irgendwas verschärft. Haben wir überhaupt gar nicht. Ja. Wir haben es für Unternehmen sogar besser gemacht. Ja. Aber wahrscheinlich, weil wir den Regler angefasst haben und es trotzdem auf einem hohen Niveau gelassen haben. Ja, Pasek, die Ereignisse, die in dem Spiel vorkommen, weil er fragt gerade Spanien, benachbarte isolationistische Nationen, meinen die Portugal oder Frankreich? Die Aktionen sind nicht so, also viele Aktionen muss man, glaube ich, so lesen, dass es sich nicht direkt auf die geografische Lage bezieht, sondern ich denke, das war ein Seitenhieb des Entwicklers Cliff, der diese Ereignisse schreibt, auf diese ganze Geschichte mit Nordkorea. Also er hat aus ganz, ganz vielen Ereignissen, die so vorkommen, kann man Dinge reininterpretieren, die so in den letzten ein, zwei Jahren auf dem politischen Feld passiert sind. Ist immer ein interessantes Augenzwinkern oder ein Seitenhieb in diese Richtung. Also so würde ich das sehen. Er bezieht das immer irgendwie aufs Weltliche. Und es ist auch durchaus unterhaltsam, wenn uns dann auffällt, dass es tatsächlich irgendeinen Skandal gab vor ein oder zwei Jahren. Und wir hatten das auch schon ein paar Mal, dass irgendwem es vorkam, als wäre das ein echter Fall und dann tatsächlich auch gesucht und gefunden wurde. Ja. Ja, genau. Ja. War da nicht mal irgendwie was? Oh ja, shit. Du hast das auch irgendwann mal gemacht. Ja, also das ist tatsächlich total spannend. Und da bin ich auch gespannt, wie jetzt auch wieder, was er noch an neuen Sachen drin hat. Genau, also es ist eher als Easter Egg zu sehen und nicht wirklich direkt auf Spanien bezogen. Genau, subtil. Ja, eigentlich ist Cliff gar nicht subtil. Also was die Politikfelder betrifft und auch was diese Dilemmata betrifft, das ist irgendwie alles andere als subtil. Da ist er schon drauf, ne? Ja, ja. Ja, das stimmt. Okay, wir haben durch diesen Vorschlag der Ministerin schon ziemlich viel politisches Kapital ausgegeben. Defizit ist gesunken. Unsere Schulden gehen langsam weiter nach oben. Wir müssen mehr Einnahmen generieren oder sparen. Ich lasse davon nicht ab. Ich habe da ein Trauma, das tief sitzt. Ja, ja, das geht mir ähnlich. Ja. Wie sieht denn das mit der Rente aus und mit unserem Rentenalter? Gesetzliche Rente sind wir relativ niedrig, geben 9,27 Milliarden für aus. Und Rentenalter, das müsste ja hier irgendwo sein, ne? Ist es das? Ne, das ist die gesetzliche Rente. Bei mir war so, als hätte es da auch mal irgendwas gegeben, irgendeinen Regler, wie man das Renteneintrittsalter. Ja, nee, Verbraucherrechte. Da müsste es sein. Rentenalter. Wir sind bei 67. Ah ja.
Das ist total schade, dass man das nicht ein bisschen flexibler machen kann. Ich meine, es gibt Leute, die können länger arbeiten, es gibt Leute, die können das nicht machen. Ja. Dieser. Also richtig viel bringt uns das nicht. Also es ist ja auch schon bei 67. Ja. Gesundheitsvorsorge können wir nicht runterdrehen. Da haben wir wegen unseren Problemen, ja. Da haben wir zu viele andere Schwierigkeiten. Bildungssektor runterdrehen, da habe ich irgendwie immer noch, da kriege ich Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke. Mhm. Aber immerhin möchte ich mal kurz betonen, wir haben das Defizit pro Runde schon um 7 Milliarden runtergekriegt. Also das stimmt. Ist nicht so, dass wir nicht vorankommen. Eigentlich ist es die Einkommensseite, die wir... Und wir sind auch bei Alkoholismus auf einem guten Weg, was uns auch nochmal 1,2 Milliarden Ausgaben spart. Auf jeden Fall. Also da freue ich mich auch schon so ein bisschen drauf, wenn wir das geschafft haben. Ja, ich weiß nicht, ob es da reicht. Ich fürchte, wir müssen... Ne, da sind wir am Anschlag. Ach so, okay, das dauert noch. Das heißt, das hier wird dazu führen. Wie ist denn im Moment der Alkoholkonsum? Der sinkt. Da hätte ich doch jetzt gesagt, lass uns hier nochmal was anfassen. Du meinst hier, ja, das klar, auf der gerne. Steuerseite. Ja, dann. Kostet 3. Ja, dann haben wir oder das richtig dolle. Naja, wenn es darum geht, das Problem schnell loszuwerden, dann bin ich für richtig doll. Würde aber dafür plädieren, dass wir, wenn wir dann unter den Startträger gefallen sind, dass wir die Alkohol-Awareness-Kampagne reduzieren und auch die Alkoholsteuer müssen wir mal gucken, ob wir die auf der Ebene lassen, um es nachhaltig zu sichern. Aber es ist halt schon echt viel Geld. Ja, ich glaube, halt es sind 80 Millionen, das sind gar nicht so viel. Ich hätte jetzt argumentiert, ich glaube, es geht hier runter, wenn wir die Steuer zu sehr anheben, dann hören zu viele Leute auf zu trinken. Wir lösen das, wir überkompensieren das Alkoholismusproblem und nehmen uns dann die Einnahmequelle der Steuern. Deswegen hätte ich es nur so eingestellt tatsächlich. Ja, ich hätte es auch nicht viel höher gemacht und bin froh, dass das Spiel nicht so komplex ist, dass es dann noch Vergiftungen aufgrund von Selbstherstellung von Alkohol irgendwie mit als weitere Auswirkungen denkt. So als nächsten Schritt. Weil wenn man das alles so hoch setzt und die Alkoholsteuer ist super hoch, dass es gefühlt schon fast ein Verbot ist, weil wer kann sich das noch leisten, dann wird es den Weg des Schwarzbrennens geben oder irgendwie anders günstig an Alkohol zu kommen, aus dem Ausland zu importieren oder irgendwas. Da haben wir halt auch nichts gekonnt, wenn sich da so ein Schwarzmarkt entwickelt. Ja, dann führe ich das jetzt so ein für 3. Haben wir noch 2 über? Die würde ich fast mit in die nächste Runde nehmen wollen. Alles klar, dann machen wir das. Neuer Parteisponsor. Durch ihre Fundraising-Bemühungen konnten sie einen neuen, wohlhabenden Sponsor für zukünftige Wahlkampfkampagnen gewinnen. Halten Sie den Sponsor unbedingt bei Laune und achten Sie auf die Gruppen, mit denen er sympathisiert. Werden Sponsorinnen unzufrieden, kann es sein, dass sie deren unerlässliche finanzielle Unterstützung verlieren. Okay. Und wir haben wieder ein Dilemma. Strengere Führerscheinprüfungen. Es werden Forderungen nach strengeren Führerscheinprüfungen laut, um neue FahrerInnen besser auf die Verkehrsbedingungen vorzubereiten und die Fahrsicherheit zu erhöhen. Ich habe immer so ein Problem, wenn ich irgendwo lese, es sollen strengere irgendwas eingeführt werden. Da fehlt mir dann immer so, warum strenger? Können wir vielleicht über effizient sprechen und nicht über streng, ihr Arschgeigen? Aber das nur am Rande.
Ich lese jetzt noch kurz die Optionen vor. Strengere Prüfungen einführen. Die derzeitige Führerscheinprüfungen mögen ausreichend gewesen sein, als Autos noch 30 km/h fuhren und es noch keine sechsspurigen Autobahnen gab. Aber die Zeiten haben sich geändert. Die Fahrerinnen werden zunehmend von Smartphones abgelenkt und können dabei ohne jede Erfahrung rasend schnelle Fahrzeuge in allen Wetterlagen fahren. Der Kinder zuliebe, die jedes Jahr überfahren und getötet werden. Wir brauchen strengere Führerscheinprüfungen. Die Probleme, die angesprochen werden, werden alle dadurch nicht adressiert. Gott, Entschuldigung, keine Änderung. Alles kann bleiben, wie es ist. Wenn überhaupt, werden Fahrzeuge dank moderner Technologie wie Kollisionserkennung und Unfallsicherheitssystemen jedes Jahr sicherer. Die Führerscheinprüfungen kosten bereits jetzt riesige Summen und dauert eine gefühlte Ewigkeit. Es wäre einfach eine Belastung für neue, junge FahrerInnen. Ja, denkt doch irgendjemand an die Kinder. Ich würde ja, ich weiß gar nicht so richtig, was ich sagen soll, weil ich irgendwie davon ausgehe, dass man alle paar Jahre überprüft, welche Fragen werden in so eine Führerscheinprüfung gestellt und dass die an die jeweilige Verkehrssituation angepasst sind. Und ich weiß nicht, ob das dann mit streng und weniger streng, da geht es doch eher um aktuell oder nicht aktuell. Danke, also, genau. Da bin ich mir nicht so richtig sicher, was da jetzt gerade die Frage ist. Insofern bin ich gerade eher bei alles so lassen, wie es ist. Ich muss irgendwie davon ausgehen, dass das immer wieder überarbeitet wird. Ich wüsste jetzt nicht, warum man Sachen strenger machen soll. Da könnte man eher noch überlegen, ob die Leute nicht alle 10 Jahre irgendwie nochmal so einen Kurztest machen müssen. Weil ich ehrlich gesagt nicht wüsste, ob ich meinen Führerschein, ob ich die Führerscheinprüfung heute bestehen würde. Keine Ahnung. Ich bin da skeptisch. Ja. Korrekt. Also ich wäre auch für keine Änderungen. Man kann die Probleme, die in dieser Argumentation angesprochen werden, nicht durch strengere Regeln zum Führerscheinerwerb adressieren, sondern da gibt es andere Mittel. Deswegen bin ich total bei dir, keine Änderungen. Eltern finden das doof, meine Fresse. Autofahrerinnen finden das gut. Tja. So ist das. Gucken wir unsere Probleme an. Kriminalität sinkt. Alkohol. Oh, das ist auf dem richtigen. Ich hoffe, die Steuer. Also wahrscheinlich sind wir das nächste Runde los. Defizit ist ganz leicht gesunken. Internetkriminalität haben wir auch nicht wirklich was gegen gemacht. Ghettos sind demnächst vorbei. Sorgt für schlechte Umfragewerte. Das heißt, wir kriegen einen Boost damit durch, dass die Ghettos alle demnächst vorbei sind. Das ist sehr schön. Die Atemwegserkrankungen sind am Abfallen und die Wiederaufforstung wirkt sich positiv darauf aus. Das ist toll. Überfüllte Krankenhäuser, ja, stagniert er. Und die Streiks der Doktores, der Ärzte, ganz leicht nach oben. Nicht konkurrenzfähige Wirtschaft, gleich geblieben. Der Unternehmensexodus eigentlich auch gleich geblieben. Und was machen die Eisenbahner? Die sind weiter im Streikmodus. Ja, wir können ja halt momentan... Wir können halt momentan die Probleme nur so halb adressieren, weil wir einfach nicht so viel Kohle haben. Also wir versuchen gerade eher Geld einzusparen, ohne dabei die Probleme, die schon da sind, schlimmer zu machen. Okay, ich hätte jetzt einen Vorschlag. Oha. Wir machen eine Pause. Das auch. Ich hätte jetzt gesagt, verkaufen wir die staatliche Schienenverkehrsgesellschaft. Oh Gott. Das bringt ja überhaupt nichts. Weil ich hatte irgendwie im Kopf, dass dass wir dafür Milliarden ausgeben. Wir geben im Moment nur 400 Millionen dafür aus. Und deswegen haben wir den Streik an der Backe. Da hätten wir mal früher drauf gucken sollen. Das ist richtig. Okay, es ist aber auch wahnsinnig teuer, wenn ich jetzt hier von 400 auf 1,3, also fast 1 Milliarde, 900 Millionen reingebuttert,
Und es sorgt dafür, dass der Eisenbahnerstreik um... Also, ja. Ich glaube, wenn wir jetzt hier reingehen, wir müssen die Milliarde ja irgendwo anders wieder einsparen. Ja, ja. Und rein von den Auswirkungen bin ich mir jetzt noch nicht so ganz sicher, ob uns das hilft. Wir kriegen dafür, wir können ja mal kurz den Test machen. Wir kriegen 8 Milliarden einmal so auf die Hand, wenn wir das privatisieren. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel. Dann würde ich eher nochmal schauen, ob wir so Homeoffice-Geschichten noch machen können, ob es da irgendwas gibt. Glaube, wir also, haben na klar, tatsächlich... Der Bahn würde es natürlich helfen, wenn mehr Leute die Bahn benutzen oder die öffentlichen Verkehrsmittel. Und das, was ich jetzt vorschlage, macht genau das Gegenteil. Das bin ich mir bewusst. Ist aber positiv für alle, kostet nur 2 politisches Kapital und ist relativ günstig. Finde ich eine gute Idee. Gerade weil das halt auch mal wieder was ist, was Eltern gefällt, ohne dass wir ja direkt in die Produktivität reingehen. Ja. Das ist so richtig. Ja, im Chat wird gerade gesagt, Infrastruktur, Schiene, staatlich, Züge, privat. Diese Trennung können wir hier leider nicht machen, aber das sehe ich ganz ähnlich. Okay, machen wir Telearbeit-Initiative, würde ich einführen, weil ist günstig. Und die Frage ist, wo? Ich würde sie niedrig machen, selbst für 138 Millionen Ausgaben haben wir unglaubliche positive Effekte. Kfz-Nutzung einmal mal um minus 7,15%. Ja, das ist dann für die Umwelt gut, das ist für die Eltern gut, Gewerkschafter finden das natürlich auch. Warum finden es Gewerkschafter eigentlich gut? Was aber hier noch dazu kommt, ein Arbeitnehmerrecht ist. Naja, ich bin mir nicht so richtig sicher, weil du kannst das momentan, also wir müssten das ja regulieren, wie das zu Hause arbeiten ja funktioniert und wie schafft man das, dass die ArbeitnehmerInnenrechte eingehalten werden zu Hause. Ob das, das stimmt, ja, das ist kompliziert. Der betriebliche Gesundheitsschutz, also keine Ahnung, ich bin im Homeoffice und fall hin, ist es dann jetzt ein Arbeitsunfall oder nicht? Und das kann dann im Zweifelsfall, wenn ich dumm die Treppe falle, auch wirklich teuer werden. Und also da bin ich mir noch gar nicht so sicher, wieso das so programmiert ist. Das ist aber vielleicht jetzt im Moment auch nicht so wichtig. Die Telekommunikationsindustrie finde ich ganz gut, dass wir die wiederum stärken, weil wir uns ja dann die Gewinne über die Steuern wieder reinholen. Ja. Also soll ich es ein bisschen höher setzen noch? Nee, ich finde das ganz ausgewogen so. Lass uns mal gucken, wie sich das so auswirkt. Schön, okay. Dann... Wie sind denn unsere Sozialleistungen sonst noch aufgestellt? Entschuldige. Ich hätte jetzt noch gesagt, wir haben immer noch die bestrafende Steuer für Großmärkte. Ja. Ja. Ich finde die schon gut. Und Horst, die gute Nacht, der verabschiedet sich gerade. Schön, dass du da warst. Und ich werde mich auch gleich noch strecken. Du hast Kanalpunkte ausgegeben, versprochen. Danke. Also ich finde das schon in Ordnung. Müssen gucken, dass es, glaube ich, hier ein gutes Gleichgewicht hat. Dass die Steuern nicht so hoch sind, dass wir jetzt irgendwie Unternehmen verschrecken und beim Bruttoinlandsprodukten zu großen Dash kriegen und dennoch die anderen Sachen irgendwie adressiert werden. Also da, ich finde es gut, das einzuführen, wird aber dann eher auf eher niedrig, hätte ich jetzt auch gesagt. Ja, genau.
Ja. Okay, und dann... Wenn wir, ich sag mal, 700 Millionen Einnahmen generieren, haben wir ein minus 1,26 auf das Bruttoinlandsprodukt. Sollen wir dann lieber nochmal ein Stück runtergehen? Ja, das wäre vielleicht auch minus 1. Also die 21% finde ich völlig in Ordnung. Wir können auch, aber niedriger als 15% würde ich, glaube ich, nicht gehen wollen. Ah, es ändert sich hier beim BIP kaum noch was ab einem bestimmten Wert. Also selbst wenn ich so weit runtergehe, ist das BIP immer noch, naja, okay, noch ein klein wenig, aber auf 1 kommen wir nicht. Also da würde ich dann eher 700 rausholen. Ja, entweder das oder wir sagen, ja, Himmel, Herrgott, dann ist auch egal, dann lass uns auf, keine Ahnung, 25% gehen. Und weil der Hit, der dann aus BEP auch nicht so viel ist, schlussendlich. Das stimmt. Ja, machen wir 800 Millionen. Das finde ich gut. Und dann sind wir bei 0. Und dann würde ich sagen, nächste Runde. Mhm. Aber wir klicken erst, um zur Regierung zurückzukehren, nach einer kleinen Pause. So, und da sind wir wieder zurück. Herzlich willkommen. Und ich habe noch ein André streckt sich offen von Horsti. Dem will ich auf jeden Fall nachkommen. Und es hoffentlich ist es auch demnächst so weit, dass ich nicht mehr nur hier sitze, sondern auch endlich den vollen Funktionsumfang dieses neuen Büros hier benutzen kann. Dann funktioniert hoffentlich auch komplett mein Stehschreibtisch und ich kann ihn hochfahren. Und dann kann ich hier im Stehen mit euch sprechen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Aber dann machen wir mal weiter, ne? Ach, Ghettos sind zu Ende. Wir haben nun keine Ghettos mit ethnischen Minderheiten mehr in unserem Land und Menschen aller Hintergründe leben glücklich Seite an Seite. Das ist schön. Und... Chirurgische Angriffe ist das Dilemma. Im Nahen Osten haben Terroristen begonnen, wichtige Pipelines von Konzernen unseres Landes anzugreifen. Diese Pipelines versorgen uns indirekt mit Kraftstoff. Um unsere Ölversorgung zu schützen, will die Armee chirurgische Angriffe auf sorgfältig ausgewählte Ziele starten. Chirurgische Angriffe genehmigen. Der Terrorismus ist eine reale Bedrohung und steigende Ölpreise beschränken das Wachstum. Wir haben die Mittel, Terroroperationen zu stoppen, ohne dabei das Leben unserer Soldatinnen zu riskieren. Wir müssen jetzt angreifen, um zu verhindern, dass diese Terroristinnen die Oberhand gewinnen. Oder nicht angreifen, die Probleme in dieser Region resultieren aus wirtschaftlichen und sozialen Gründen, die nicht durch das Bombardieren von Terroranführern gelöst werden können. Ein Landkrieg mit anschließendem Wiederaufbau wäre ein teurer, aber viel effektiverer Weg, um die Probleme in dieser Region zu lösen. Okay. Da wäre der letzte Satz bei nicht angreifen, ja, nicht dabei. Wäre es deutlich einfacher. Auch das ist wieder ein politisches Dilemma, was es auch in der Realität gibt. Ja. Und wo eine der Hauptfragen ist, wie kann man einerseits seine Versorgung, auf der anderen Seite aber auch die Unternehmen schützen. Das Problem dabei ist allerdings, dass wenn man diese chirurgischen Angriffe, wie es hier heißt, wenn man die durchführt, würde man auf dem Territorium eines fremden Landes eine Militäroperation durchführen. Wäre das, ich bleibe mal im hypothetischen Falle, wäre das mit dem jeweiligen Staat abgesprochen und der jeweilige Staat sagt, jo bitte, weil das ist echt ein Problem für uns, dann könnten wir das auch wieder anders diskutieren. Das heißt es hier aber nicht. Nee. Und in der zweiten Variante ist aber wiederum das Problem, dass wir dann automatisch sagen, wir wollen einen Landkrieg. Und das hätte ja für uns auch innenpolitisch
viel, viel größere Implikationen. Also wir haben gerade unser Militärbudget zurückgefahren, das ist das eine. Wir müssten also super viel Kohle ins Militär geben, wenn wir einen Landkrieg jetzt irgendwie auslösen würden. Und wir hätten innenpolitisch Schwierigkeiten, weil es, glaube ich, schwer ist, einer Bevölkerung zu erklären, warum ihre Schwestern, Väter, Mütter im Ausland sind, um dort unsere Versorgungslinie mit Gas sicherzustellen. Also ich glaube, von den politischen Implikationen wäre das Nicht-Angreifen schwieriger als die andere Variante. Gleichzeitig haben wir bei der anderen Variante aber so ein bisschen dieses moralische, völkerrechtliche Ding. Ja. Wir haben aber keine Variante B oder keine Variante C in unserem Fall. Und nur aus diesem Grunde bin ich für diese Angriffe. Aber das ist wirklich der einzige Grund. Ich finde diese Argumentationslinie schlüssig und nachvollziehbar und würde dieser auch folgen wollen. Danke. Keine Sorge, meine Lieben, ich bin nicht krank. Es ist mangelnde Luftfeuchtigkeit, die mich zum Taschentuch treibt. Lieber Chat, danke Belana fürs Nachfragen. Ja, also ich wähle das mal aus. Parsec hat übrigens im Chat gerade gesagt, dass es beim zweiten steht nicht drin, dass danach unbedingt ein Krieg kommen muss. Ja, aber es steht auch nicht drin, dass es nicht einkalkuliert ist. Also so wie ich jetzt diesen zweiten Teil verstanden habe, wäre das die Konsequenz daraus. Wenn wir nicht chirurgisch angreifen, dann müssen wir halt einen Landkrieg machen, weil wir werden auf jeden Fall irgendwas tun. Genau. Ja, also ich sehe auch nicht, dass es zwangsläufig so reagiert, aber aus den Argumentationen, so wie sie ausformuliert waren, habe ich das als geringeres Übel gesehen. Tatsächlich. Und Edelhack sagt auch, dass er der Argumentation nicht folgen kann. Was völlig in Ordnung ist, deswegen sag mir, wie du es siehst. Oder und. Ja, okay, das ist ja auch nochmal eine andere Frage, inwieweit es chirurgische Angriffe überhaupt gibt. Oder wie das funktionieren kann, was das auch mit den Menschen macht, die am Auslöser sitzen. Das sind auch nochmal andere Themen, die leider Gottes gerade bei uns nicht zur Verfügung standen, sondern wir mussten irgendwie auf das Dilemma reagieren. Ja,